Hallo, nachdem wir den Hotfix jetzt rausgeschoben haben, also publiziert haben, wollen wir natürlich unsere ursprüngliche Änderung weiterführen. Und dazu fange ich jetzt nochmal an der Stelle an, wo wir nach dem Hotfix aufräumen. So, jetzt räumen wir ein bisschen auf. Also wir schalten wieder auf den Master zurück. Schon aus Gewohnheit, so dass wir jetzt quasi hier wieder auf dem Master arbeiten können. Der ist ja dann über, ne? Also diesen Label brauchen wir nicht mehr, also können wir den auch löschen. Also Delete Issue 2, da passiert ja nichts. Ne? Das wird, löscht im Prinzip ja nur das Label. Ne? Das kann also weg. Ja, dann ist es weg. So sieht das Ganze dann aus. Also Siglinde ist gelöscht. Wir sind auf dem Master unterwegs, der auch gleichzeitig Production ist und Remote auch Master und Production ist. Das heißt, wir haben jetzt hier so eine ganz normale Kette. Und da sehen Sie jetzt, sieht das hier so aus. Also Initial war unser erster, dann ist Git Ignore, ist klar. Dann das Reinkopieren von der ganzen Page. Und als nächstes kommt jetzt Siglinde gelöscht. Ne? Das heißt also, unseren Branch Issue 1 sehen wir hier nicht. Der ist ja auch in dieser Versionshistorie nicht drin. Ne? Also alles, was wir jetzt sehen, ist ja nur das. Ja? So, jetzt wollen wir aber trotzdem hier mal weiterarbeiten, dass wir mal endlich mit diesem Impressum fertig werden. Das machen wir also. Wir holen uns jetzt den Issue 1. Dazu checken wir uns jetzt den Issue 1 aus. Ne? Also hier wollen wir wieder hin. Das machen wir mal. Und dann sehen wir, der Head läuft darüber. Und dann schauen wir hier rein, alles klar. Schauen wir nochmal in den Footer. Der Footer ist jetzt hier das mit dem Impressum PHP. Siglinde ist noch drin, ne? Ganz wichtig, denn da haben wir eben nichts dran gemacht. Ne? Das war ja nur in diesem Branch. Okay, also der Link aufs Impressum ist da. Ja, da ist sogar noch ein Rechtschreibfehler drin, den nehmen wir noch eben raus. Und das CSS ist schon rechtsbündig. Ja, gut. Dann schauen wir hier weiter. Also das in dem Footer soll ja jetzt dieses Impressum PHP erzeugt werden. Das erzeugen wir uns mal hier. So, wie soll das also aussehen? Ja, die sehen ja im Prinzip alle gleich aus. Also holen wir uns mal hier das raus. Die ist natürlich an der Stelle falsch. Das ist im Increase erzeugt. Das ist natürlich nicht, wo wir sie haben wollen. Also wir wollen sie hier haben. Ja, und sie sieht ja im Prinzip genau so aus. Ja, also sie hat hier den Header, sie hat den Footer. Ja, und sie hat als Überschrift, was weiß ich, Impressum. Aber vielleicht nicht auf der Ebene 1, sondern vielleicht auf der Ebene 2, damit das nicht so ganz heftig die Leute erschlägt. Und dann hatten wir ja gesagt, okay, das Impressum, das hat er uns ja mitgeschickt. Da schauen wir jetzt also in den Issue rein, den wir bearbeiten. Und das müsste ja hier unser Issue 1 sein. Ja, der ist auch noch offen, der andere ist ja zu. Ja, und dann nehmen wir das hier mal raus und schmeißen das da rein. Ja. So, das wird wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen mit Zeilenumbrüchen sein. Gehen wir mal von aus. Ja, und das hier ist dann eben so eine Mail. Machen wir mal hier. Mail to. Und da kann man dann nachher irgendwie auf diese E-Mail-Adresse klicken, ne? Und dann geht da der E-Mail-Client auf. Gut, bis hierhin, es ist ja alles super unspannend. Ja. Also wir haben jetzt hier ein Impressum eingebaut. Das Ganze ist hier eingebettet. Jetzt schauen wir mal eben, ob das funktioniert. Gucken wir mal hier in unserem lokalen System. Ne? Also das ist das Entwicklungssystem, also Siglinde ist noch drin, ja, das hatten wir ja gesagt, haben wir in dem anderen Branch geändert, jetzt haben wir hier ein Impressum, oh, das sieht schon mal ganz witzig aus, vielleicht sollte das nicht nebeneinander, sondern untereinander stehen, dass die jetzt hier nebeneinander stehen, liegt an dem Flex-Layout, das ist nicht so gut, also jetzt packen wir die mal zusammen, also wir machen da einfach mal ein Span draus,
dann müssten die eigentlich zusammenbleiben und dann quasi als gemeinsames Flex-Layout verwendet werden. Schauen wir mal, es müsste eigentlich jetzt so funktionieren. Jawohl, so ungefähr wollten wir es haben. Also hier Sonderaktion ist noch da. Wir haben das Impressum jetzt eingebaut und so schaut es aus, wenn man es im Firefox macht. Gucken wir nochmal kurz im Opera, wie es da ausschaut. Ja, also hier wieder Siglinde ist noch da und wir haben hier ein Impressum. Sieht so aus. Alles klar. Das passt soweit. Dann schauen wir mal, dass wir das Ganze jetzt zusammenkriegen. Ne? Jetzt war ja eigentlich der Plan, das alles in eins zu bekommen, also quasi mit Impressum, aber ohne Siglinde. Das ist jetzt das, was wir erreichen wollen. Ja, und die Änderungen, die haben sich ja jetzt mit den Änderungen aus unserem Hotfix überschnitten. Das heißt, wir müssen jetzt beim Merge ein bisschen mehr Aufwand betreiben und das schauen wir uns dann im nächsten Video an.